Hallo zusammen, willkommen zu meinem allerersten Let's Show. Und ja, Let's Show deswegen, also mein erstes, weil ich habe ja schon einige Spielevorstellungen bis jetzt gemacht. Aber für mich sind Spielevorstellungen halt nur ein einziges Video, was so um die 30 Minuten dauert. Eine Let's Show sind für mich ein paar mehr Folgen, wobei jede Folge so zwischen 15 und 20 Minuten dauert. Und ja, das hier wird mein erstes Let's Show. Und zwar von Torchlight 2. Weil ich mir dachte, Torchlight 2 ist für eine einfache Spielvorstellung ein bisschen zu umfangreich. Sollte ich vielleicht doch lieber eine Show draus machen, also eine ganze Stunde. Okay, zur Erklärung, was Torchlight 2 ist. Torchlight 2 ist ein Diablo 2 Klon, beziehungsweise es ist der Diablo 2 Klon. Also es gibt kein anderes Spiel, was man so sehr mit Diablo 2 vergleichen kann wie Torchlight 2. Von der Spielweise her, von dem Fesselnden her. Das liegt auch unter anderem daran, dass einige der Mitentwickler von Diablo 2 zu Runic gegangen sind und bei der Entwicklung von Torchlight 2 mitgemacht haben. Also ist das sozusagen die Reinkarnation von Diablo 2, könnte man sagen. Aber gut, wir wollen eine neue Partie starten, also einen neuen Helden erstellen. Und hier geht es auch gleich schon los. Wir können zwischen männlich und weiblich wählen. Wählen wir mal männlich einfach, weil wir ja auch ein Mann sind. Und haben vier Klassen zur Auswahl. Einmal den Ember Mage oder auf Deutsch Glutstein Magier. Also die typische Magierklasse. Und ja, Glutstein zum Hintergrund. Das hier Torstein spielt nicht in einer rein mittelalterlichen Welt, sondern hat eher so ein gewisses Steampunk-Setting. Also alles wird so durch den sogenannten Glutstein, durch den Ember angetrieben. So ähnlich wie bei uns in unserer realen Welt vieles mit Benzin und Strom läuft. Deswegen ist es auch möglich in Torchlight, dass es Roboter und Fabriken gibt, die man im Laufe des Spiels erkunden kann. Also wie gesagt, das hier ist der Ember Mage, also der typische Magier, der da immer mit seiner kleinen Implosion rumhantiert. Dann haben wir den Berserker, der komische Sachen zu sich nimmt, so wie der drauf ist und so wie der grinst. Er ist halt der typische Offensivnahkämpfer. Dann haben wir den Ingenieur. Also noch ein Beweis dafür, dass wir hier ein Steampunk-Setting haben. Mit seinem riesen Schraubenschlüssel. Er montiert halt an Maschinen herum und ist sozusagen die defensive Nahkampfklasse. Und den Outcast, oder wie er hier genannt wird, der Vagant, also der typische Fernkämpfer. Nur halt nicht mit Bogen, obwohl er Bogen auch benutzen kann, sondern aber am meisten bevorzugte Schusswaffen, die auch mit Ember angetrieben werden, mit Glutstein. Also kann man so im Endeffekt sagen, wenn man es mit Diablo 2 vergleicht, ist der Ember Mage der typische, so wie die Magierin, der Berserker so wie der Barbar, der Ingenieur wie der Paladin und der Outlander ist so wie die Amazone. Für das Let's Show entscheiden wir uns jetzt mal für den Ingenieur, weil das eigentlich auch meine Lieblingsklasse ist. Magierspieler bin ich ja nicht so sehr und Offensivnahkämpfer, nein danke. Der ist mir irgendwie nicht so geheuer, der Typ. Deswegen nehmen wir den Ingenieur. So, wir können ihn auch ein bisschen modifizieren, im Gegensatz zu Diablo, aber halt nicht besonders viel. Ist ja auch mehr ein Hack and Slay als ein normales Rollenspiel. Können ihm also ein anderes Gesicht verpassen. Der hier sieht ein bisschen deprimiert aus. Monokel und eine Brille muss nicht unbedingt sein. Gucken wir mal, was für Haare wir zur Auswahl haben. Eine Glatze, eine Brille. Eine Brille mit Haare sieht immer noch am besten aus. Deswegen nehmen wir mal ein anderes Gesicht. Ja, nehmen wir den total belämmert aussehenden. Und dann noch eine Haarfarbe. Ach, bleiben wir bei dunkelbraun. Und das ist natürlich unser Reno hier. Gut. So, als nächstes geht es an den Begleiter auszuwählen. Und zwar gibt es davon mittlerweile nach einigen Patches eine ganz große Auswahl an Begleitern.
was die können, erkläre ich euch im Spiel. Und zwar haben wir alles Mögliche. Wir haben Alpaka, wir haben einen Panther, bei dem wir sogar das Aussehen bestimmen können. Einen weißen Panther. Eine Bulldogge, weil... Ja, die Bulldogge ist angeblich reingekommen, weil der Chefentwickler eine als Haustier hat. Katze. In verschiedenen Farben. Dieses komische Shakawari-Vieh da, was ein bisschen echsenmäßig aussieht. Sogar einen Hirsch. Einen Papillon. Frettchen. Falke. Sogar eine Kopfkrabbe. Jetzt kommt gleich Gordon Freeman aus Half-Life und verhaut uns mit seiner Brechstange. Aber ich nehme den typischen Wolf. Und zwar einen dunklen, gefährlichen. Und den nenne ich einfach mal Rex. So. Ich mag nämlich den Wolf von allen Begleitern irgendwie als am liebsten. Okay. Damit wäre der Begleiter fertig. Und jetzt fehlt nur noch der Schwierigkeitsgrad. Also im Gegensatz zu Diablo ist es nicht so, dass man auf normal anfängt, danach in Hölle, in auf Dings kommt, auf Albtraum und dann auf Hölle, sondern man wählt am Anfang den Schwierigkeitsgrad aus und kann auch den Hardcore-Modus halt anmachen. Für das Let's Show allerdings nehmen wir einfach normal. Und jetzt können wir auswählen, wie wir spielen wollen. Einzelspieler, Internet oder LAN. Und wir wollen eine Einzelspieler-Party spielen. Und dürften damit jetzt gleich ins Intro starten. Mit Linksklick auf ein Monster greift ihr an, wenn ihr die linke Maustaste gedrückt haltet. Ja, das kennt man. Tief unter Torchlight wuchs die Finsternis. Drei Helden stellten sich der Bestie namens Ordrak. Ein schwarzes Herz überlebte Ordraks Tod. Es schlägt weiter. Wenn Helden fallen und die Hoffnung schwindet, werden neue Helden geboren. Ja, Torchlight 2. Ja, irgendwie hatte das Intro beim Sound gerade ziemlich böse Aussetzer. Liegt wahrscheinlich am Aufnahmeprogramm.
Kurze Erklärung zu Torchlight 1. Das hatte ja auch so etwas ähnliches wie Diablo 1. Man musste sich in der Stadt Torchlight durch eine Mine durchkämpfen und ganz unten halt einen bösen Oberdämon vernichten, der das Glutstein in der Torchlight-Mine verflucht hat, sodass Leute zu Monstern wurden. Und ja, der komische Roboter-Fuzzi gerade eben hat das Herz von diesem Dämon aus der Mine geholt und ist jetzt damit am Randalieren. So viel zur Vorgeschichte. Und dieser nette Herr hier, der Zerstörer, hat versucht ihn aufzuhalten, aber wurde zurückgeschlagen. Und er ist unser erster Questgeber, also reden wir gleich mal mit ihm. So, für mich ist hier Ende. Ihr müsst weiter zur Enklave der Esterianer. Aber von jetzt an seid ihr auf euch gestellt. Sagt ihnen, dass der Alchemist Torchlight zerstört hat. Und warnt sie, denn er ist auf dem Weg zu ihnen. Wenn er nicht schon dort ist. Yep. Also der Alchemist hat eine Quest bekommen. Der Alchemist hat Torchlight zerstört und damit sind wir schon mal mitten im Spiel drin. Im Startlager bzw. im Fluchtlager dieser Bezwinger hier, wie sie genannt werden. Und ja, wir haben das ganz normale Interface. Hier oben ist unser Begleiter. Hier die Minimap. Hier sind die Menü-Buttons. Also nicht wie bei Diablo hier unten in der Leiste, sondern hier seitlich links und rechts. Das ist ganz nett gemacht sogar. Und hier unten halt unsere Fähigkeitenleiste. Also einmal unser Leben, unser Mana. Unsere linke Maustaste, die rechte Maustaste, die wir mit Tab umschalten können, wenn da nicht dieselbe Fähigkeit stehen würde. Und unsere Quicksilver-Leiste, also Heiltränke auf 1-2, Stadtportal auf 0 im Augenblick. Und darüber unsere Aufladeanzeige, die ich nachher mal erklären werde. Aber jetzt wollen wir erst einmal, okay, Akt 1 ist gestartet, die Spur des Alchemisten. Wollen wir erst einmal ein bisschen randalieren gehen hier. Und ja, man sieht schon, es ist wie Diablo blutig von gehalten. Und ja, als Ingenieur haben wir die Fähigkeit am Anfang, dass wir Sachen zum Explodieren bringen können. Und wie man das halt aus Diablo 2 kennt, Gegner lassen einen Haufen Gegenstände fallen. Ah, eine Truhe. Gold. Und eine leichte Kapuze. Praktisch. So, hier ist ein kleiner Abzweigungsweg. So. Ein Faustschild. Können wir nachher gebrauchen, weil wir auf Einhandwaffe und Schild umsteigen werden. So. Die Gegner weg. Eine tote Bezwingerwaffe. Sind da drei Stück. Eine sogar mit deinem Heiltrank. So, weg mit euch. Stufenaufstieg, den Tipp brauchen wir nicht. So, dann zeige ich euch jetzt mal den Stufenaufstieg. Am besten. Also erst einmal hier Charakter, wie man es kennt. Also attributsmäßig. Hier oben steht die Stufe. Darunter der Ruhm. Was das ist, erkläre ich euch nachher mal. Aber hier jetzt die Attribute, also so wie man es eigentlich von Diablo auch kennt. Stärke, Geschicklichkeit, Magie, also Fokus ist Magie und Vitalität. Als Ingenieur brauchen wir hauptsächlich Stärke, Geschick und Vitalität. Also Stärke und Vitalität als Haupt- und Geschick als Nebenattribut. Deswegen geht jetzt alles erstmal in die Stärke rein. So. Und auf der anderen Seite haben wir die Fähigkeiten, die in drei Gruppen unterteilt sind. Blitzfähigkeiten, Konstruktion und Aegis. Blitz ist zwei Handwaffenfähigkeiten, also alles was hier so drin steht, das meiste jedenfalls, ist für Nahkampfwaffen und fürs Offensive gedacht. Zum Beispiel gerade das hier, der Flammenhammer, den wir jetzt benutzen. Dafür brauchen wir eine Nahkampfwaffe. Ich dachte, das wäre alles für zwei Händler. Na gut, habe ich mich vielleicht geirrt. Der Schwerlastkämpfer zum Beispiel, hier unten die Passivfähigkeiten. Davon gibt es pro Fähigkeiten Abschnitt, Tab, drei Stück, passive.
die hier sind halt für... Das hier ist halt der offensive Bereich. Das hier ist so der Unterstützungsbereich, also Konstruktion. Damit können wir Roboter bauen. Am Anfang könnten wir zum Beispiel einen Heilungsroboter freischalten und später sogar einen Schießroboter oder sogar einen Hammerroboter und halt unsere Rüstung verstärken. Aber als erstes will ich mich auf Aegis konzentrieren. Das ist der Verteidigungstab mehr oder weniger. Und dort lernen wir erst einmal Schildschlag. Das ist eine mächtige Fähigkeit und nachher lernen wir dann noch Überspannung später, wenn das freigeschaltet ist auf 14. So, aber bevor wir jetzt hier an der Stelle weitermachen, kurzer Cut. Bis gleich.